Hallöchen, meine Lieben. Es ist wieder soweit. Es ist Sarah-Time. Ihr habt noch so ein paar Einzelheiten gefragt, nochmal bezüglich meinen Lippen, meinen Augenbrauen und wegen meinem Dutt auf dem Kopf. Deswegen machen wir heute doch jetzt einfach Lippen, Augenbrauen und Dutt. Dann habt ihr alles in meinem Tutorial, wie ich meinen Knödel immer auf dem Kopf mache. Deswegen, dass das Video mal nicht 15 Minuten geht oder 20, fangen wir gleich an. Und zwar meine beliebte Lippenpumpe. Ihr kennt sie ja jetzt schon. Die Power of Plastic. Einfach das Ding hernehmen. Gibt's bei eBay. Einfach Lippenpumpe oder so eingeben. Hinhalten und ganz, ganz fest ansaugen. Und es dann einfach einen kleinen Moment lassen, währenddessen wir dann die Augenbrauen machen, würde ich sagen. Okay, and action. Ich hoffe, man sieht den Vorher-Nachher-Effekt. Ich merke ihn und sehe ihn. Jetzt sind sie einfach ein bisschen voller. Meine Augenbrauen sind jetzt währenddessen schon hingemalt. Und die können wir jetzt mega geil anmalen, weil sie einfach voll sind. So. Lip Liner ist das Wichtigste. MAC. Mein MAC Lip Liner ist gar kein Lip Liner, sondern es ist ein flüssiger Lidschatten. Jeder sagt jetzt bestimmt wieder so, die Blogger und diese Make-up-Leute, die das immer machen. Warum schmierst du dir Lidschatten an die Lippen? Aber ich finde es einfach geil und ich finde, am wichtigsten ist es einfach, dass es schön aussieht. Alles andere ist eigentlich egal und es hebt bombastisch. Also ist natürlich auch wichtig, ne? Also, dazu brauchen wir natürlich einen Pinsel, weil wir haben hier keinen Stift oder sowas. Das ist so eine braune Farbe. Die Gamma zu jeder Farbe benutzen, weil sie einfach nur diese schöne Kontur um die Lippen macht. Ich male immer ein bisschen drüber, ich finde das immer schön. So, jetzt habe ich schon richtig volle Lippen. Ich finde, es sieht schon ganz cool aus. Und jetzt kommt heute eine bombastische Farbe drauf. Und zwar trage ich ja normalerweise immer nur so Farben wie Koralle oder Nude. Heute mache ich einen Lila drauf, der passt auch passend zu meinen Fingernägeln. Der ist auch von MAC, heißt Matte Heroin. Heißt wirklich so. Nummer 93. Und diesen tue ich jetzt auf die Lippen, dass die heute richtig voll sind. Dafür werden die Augen sehr, sehr schwach. Beziehungsweise, ich glaube, ich tue bis 5 Tische drauf, mehr gar nicht. Okay, erstmal schön auftragen. So, und die Feinheiten macht man auch wieder mit dem Pinsel. Sieht geil aus. Ja. Bam. So, und damit wir nochmal so einen Flash in den Lippen haben, tun wir noch einen Glossy. Nur irgendeinen rosanen Lippen. Lipgloss noch in die Mitte. Dann kommen wir zu meinen Haaren. Ihr wollt ja immer wissen, wie ich meinen Dutt mache. Ich zeige es euch jetzt. Eigentlich soll ich euch mal was sagen. Das ist eigentlich meine 0-0-Bock-Frisur, weil da muss ich meine Haare nicht waschen. Ich muss sie nicht richten. Ich kann sie zerzuppelt haben und es sieht trotzdem irgendwie cool aus. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Sarahs 0-Bock-Frisur geht, dann zeige ich das euch jetzt. Und zwar ist eigentlich relativ easy. Meine Haare sind frisch gewaschen. Ich habe die vorhin erst gewaschen. Das heißt, sie sind sehr, sehr weich und flausig. Eigentlich dient es dazu, so diesen Dutt zu machen, wenn man schon 2, 3, 4 Tage seine Haare nicht gewaschen hat. Das kommt bei mir öfter vor, weil ich hasse Haare waschen. Na gut, so. Ihr abteilt die ein bisschen vorne ab, so.
ja, damit ihr die ein bisschen tupieren könnt, damit die mehr Volumen haben. Einfach rein tupieren. Das also bei der Frisur ist es scheißegal. Dann hinten auch nochmal. Ich finde sogar, wenn die Frisur nicht ganz so ordentlich ausschaut, finde ich die sogar cooler. So. So haben wir jetzt vorne schon mal sehr, sehr viel Volumen. Sieht ungefähr so aus. Okay. An den Seiten könntest du es auch ein bisschen machen. Egal wie. Zack. So. Jetzt haben wir schon mal die Grundbasis. Und damit, wenn ihr auch ein bisschen dünnere Haare habt, es geht egal, was man für Haare hat. Also es geht auch ohne Extensions, es geht egal wie. Ja. Tut sie hier einfach so ein bisschen noch rein. Flusen, damit sie ein bisschen mehr Volumen haben. Aber nicht so viel. So. Genau. So. Also jetzt sehe ich aus wie Flutter Hacks. Also am besten eignen sich solche Haargummis, weil die einfach ein bisschen lockerer sitzen, weil der muss gar nicht so fest sitzen. Ne? Und jetzt kommt das Zauberwerk. Einmal schnell, okay? Das ist nämlich meine... Ich habe es im Keller auch immer gemacht bei Bromi Big Brother. Das ist jetzt mal, wie schnell es geht. Ich kriege die Frisur schon hin, ohne in den Spiegel zu schauen. So. Also eins. Dann einmal durch. Zweimal durch. Dann sieht er so aus. Sieht man das? Genau. Und jetzt heißt es eigentlich nur zupseln. Ihr nehmt den da oben und zieht den einfach raus, so wie ihr ihn haben wollt. Zack. Vorne noch ein bisschen raus. So, das ist das Kunstwerk und der Saladot ist fertig. Dann könntet ihr, wenn ihr die ein bisschen ordentlicher haben wollt, könnt ihr hier nochmal so ein bisschen mit der Bürste drüber. Das ist Übungssache, also ich habe auch ewig lang gebraucht, bis der so locker sitzt. Also nicht aufgeben, immer wieder probieren. Und wenn der so verflauselt hockt wie jetzt, liebe ich ihn am meisten. Ich zeige es euch mal nochmal, ich tue das ein bisschen weiter runter. So. Genau. Seht ihr auch im Spiegel? So, und jetzt aber nochmal zum Mitbasteln. Schritt für Schritt. Nochmal Haargummi her tun. Kopf runter. Und einfach mal diese Zopfposition nehmen. Dann diesen Haargummi. Einmal durchziehen bis fast am Ende. Halten. Wieder den Haargummi nehmen und dann am besten so von vorne, dann kann man ihn gut so auseinanderzupfen. Und nochmal bis ans Ende, wirklich bis ans Ende von den Haaren, dass sie gerade so hängen bleiben, durchziehen. Genau, so sieht es am Anfang an, total bescheuert. Das Kunstwerk ist eigentlich nur diesen Dutt jetzt zurecht zu zupfen. Also, einfach rauszupfen, alles raus, was geht. Dann könnt ihr wieder ein bisschen zurechtkämmen. Ja, und das ist eigentlich das ganze Kunstwerk. Mehr muss man eigentlich nicht machen, dann kann man alles machen. Das sieht geil aus zum Anzug, es sieht schön aus im Jogginganzug, es sieht eigentlich immer schön aus. Aber soll ich mal was sagen, Männer stehen da fein dazu drauf. Also ich habe schon ganz oft gehört, dass die das nicht wollen, dass man die ganze Zeit so einen Knödel auf dem Kopf hat. Aber ich finde es einfach das Beste, die beste Frisur, einfach irgendwo hinzugehen, egal was man anhat. Und jetzt zeige ich euch noch einmal eine Version, wie es schicker aussieht. Eine normaleren. Genau, und dann kann man den ein bisschen fester machen. Auch wieder nach unten, bloß diesmal ein bisschen kämmen. Also nochmal ein bisschen einfach durchkämmen. So. Bisschen strenger den Zopf halten. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man Extensions nicht zieht. Und dann einfach auch wieder durchziehen. Und den auch durchziehen. Jetzt ist das Ganze aber schon wieder ein bisschen fester. Und dann einfach nicht so weit rausziehen. Dann kann man den wieder schön festkämmen. Das ist eigentlich schon das ganze Kunstwerk. Ich hoffe, ihr habt es hinbekommen. Ich will das sehen. Wie machen wir das denn am besten? Am besten ladet die Bilder von eurem Dutt in Instagram hoch unter den Hashtag Saras Novak
gucken, wie es nennen muss. Hashtag Sarah Novak Dutt. Zeigt mir eure Bilder, ich will sehen. Und damit ich weiß, woran ihr Probleme habt und wo es hart hat. Und dann kriegt man das schon irgendwie hin, dass wir alle diese geile Frisur haben, okay? Na gut. Also, kommentiert meinen Vlog. Daumen hoch. Ich sag jedem Bescheid, damit wir ganz viele Abonnenten bekommen. Dann macht es umso mehr Spaß und ich kann euch immer mehr davon zeigen, weil es mir echt Bock macht. Gut. Also, let's go. Hashtag Sarah Novak Dutt mit 2T. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe euch mega, mega lieb. Es macht mir immer riesen viel Spaß, euch Sachen zu zeigen und zu sehen, dass sie auch ankommen und dass ihr Spaß habt, die anzugucken. Ich gehe jetzt raus, natürlich mit Sarah Novak Dutt, Hashtag Beste Basta. Na gut, also ich höre jetzt auf zu labern.